ich bin echt gehypt drauf und ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt direkt auch an und gehen da nochmal rein und machen mal eine schöne Analyse von dem ganzen Kram und gucken mal, was wir da alles sehen. Und ich werde euch was verraten. Ich habe schon mal gesagt, ein Kaiju wurde mehr oder weniger bestätigt, den wir im Trailer 1 nicht gesehen haben. Wir haben hier die Bestätigung bekommen und ihr habt es alle verpasst. Hundertprozentig. Wir gehen darauf jetzt nochmal ein. Trailer-Analyse vom Trailer. Okay. Sollen wir nochmal durchlaufen lassen und auch parallel, ja, ne? War ja schon geil. Dann machen wir das nämlich auch. Gerade nochmal hier zum Anfang, weil wir den Shot ja schon so ähnlich kannten aus dem ersten Trailer, habt ihr auch das Gefühl, dass das CGI geiler geworden ist im Vergleich zum ersten Trailer? Wenn ich mal auf den Sand achte, das sieht unfassbar geil aus. Im Vergleich zum ersten Trailer auch wesentlich realistischer. Das hier, diese Wölbung da hinten, wo ist meine Maus? Da, das hier. Das war im ersten Trailer einfach nur so ein Abgesacke. So, da haben ja Leute auch schon gesagt, das ist Shimo. Weil da eben diese Zacken hier, die sieht man da eben, keine Ahnung, könnte auf jeden Fall sein, ja. Ich frage mich halt nur, warum die da aus der Hollow Earth genau bei den Pyramiden rauskommen. Man wird irgendeinen Zusammenhang haben wahrscheinlich. Weil wir sehen ja auch in der Hollow Earth unten, dass da Menschen leben und in der Hollow Earth unten sind auch so Pyramiden. Wenn ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich halte mich gerade für sehr schlau. Weil wenn das eben gerade Shimo war, wieso kommt dann jetzt erst Kong da raus? Ich glaube nicht, dass das wirklich Shimo war. Man sieht, ich weiß, wir kommen gleich dazu, dass man Shimo gesehen hat. Warum greifen die Jets Godzilla an? Das ist eine sehr gute Frage. Eine unfassbar gute Frage, ich habe keine Ahnung. Das hier ist ein super schöner Shot, dass wir auch sehen, dass Godzilla quasi, das wird ja jetzt quasi so erklärt, dass die Titans, also Godzilla und Co., dass die Natur beschützen. Das ist ein super schönes Bild dazu, finde ich. Das jetzt eher weniger, aber gut, das ist halt auch Godzilla, ne? Der muss irgendwas zerstören. Aber auch hier ist dann wieder die Frage, warum prescht er scheinbar komplett rücksichtslos durch diese Brücken durch? Einmal hier, ich meine, da stehen noch Autos drauf. Da werden gerade Leute bei draufgehen bei der Aktion. Wird er wirklich noch nach seiner Verwandlung nochmal manipuliert in irgendeiner Form? Einfach weil er es kann. Das kann auch sein, ja. Einfach nur, um ein bisschen zu flexen. Da ist er auch schon verwandelt. Das wundert mich auch tatsächlich, ja. Ich dachte auch, dass die Verwandlung erst gegen Ende kommen wird, aber scheinbar ist die schon relativ früh am Start. Und das habe ich aber auch mit Story gemeint, nur mal ganz kurz, weil auch immer wieder Leute gesagt haben, ich brauche da keine Story dahinter, ich will nur Affen und Kaiju-Gekloppe sehen. Die Story ist doch hier sau interessant, dass wir jetzt einfach erfahren, dass Godzilla wirklich für die Natur steht und die Kongs eben für die Sicherheit der Menschen. Wir haben jetzt eine Mythologie, die wir jetzt richtig aufbauen können. Und das habe ich ja so krass kritisiert bei King of the Monsters, dass da eben so Mythologie-Schnipsel einfach immer nur so in die Kamera geschmissen werden, aber es wird nie drauf eingegangen. Hier gehen wir jetzt anscheinend richtig krass drauf ein sogar. Sowas wollte ich einfach sehen, so die Mythologie ein bisschen weiter ausschmücken. Ich finde das geil. Das hat Godzilla schon immer gemacht, das stimmt, ja. Und warum sollte man das Verhalten ändern? Humanity. Ja auch. Ich frage mich, ob Sia, heißt sie glaube ich, nur, ob die in der Hollow Earth lebt. Nee. Wir sehen sie ja gleich noch, wie sie an der Oberfläche ist. Habt ihr eine Theorie, was da jetzt gerade passieren könnte? Ich habe eine. Bitte schreibt es mir in den Chat, ob ihr eine Theorie habt, was mit Sia abgeht. Was passiert hier gerade? Warum sieht sie diese Realitätsverzerrung schon? Und ja, ich glaube nicht, dass, also ich glaube nicht, dass es sich hierbei um irgendwas mit dem Axis Mundi handelt. Das können wir rausnehmen. Das Axis Mundi wird für die Serien behalten. Das hat nichts damit zu tun. Was meint ihr, warum sie ja diese komischen Visionen hat? Déjà-vu. Ich will den Film jetzt sehen, ich zahle auch 200 Euro. Warner Brothers, ihr habt's gehört.
Godzilla Jurassic Park zahlt für alle, die gerade online sind, übrigens, hat er gesagt. Das heißt, 106 mal 200 Euro, wenn wir den Film jetzt gucken dürfen, hier live. Das denke ich auch. Sie bekommt Vision Connection mit Mothra. Genau das ist nämlich das Ding. Wir sehen gleich den Moment, wo sie Mothras Ei berührt. Und ich habe in einem Video gesagt, ey, Mothra wurde eigentlich schon bestätigt. Zum einen eben wurde das ja auch angeblich geleakt. Muss man nichts von halten im Endeffekt. Aber wir haben Mothra auch gesehen in Spielzeugvariante. Und dann haben wir noch gesehen, wie sie ja irgendwo hingreift und dann kommen da wie so Sporen runter. Das ist Mothra. Die hat irgendeine Connection mit Mothra. Gia war es, genau. Gia, Entschuldigung, nicht Dia, Gia. Gia hat eine Verbindung zu Mothra, genau. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist richtig. Bin ich mir ganz sicher, dass das stimmt. Haben wir es da nicht eben gerade sogar schon kurz gesehen? War das eben gerade eine. War das eben eine Motte? Da. Und dann das nochmal, genau. Da habe ich im Trailer 1 nämlich auch davon gesprochen, dass sie ja nämlich diese Sporen da irgendwie an sich hat, dass wir hier Mothra zu Gesicht bekommen. Das wird einfach passieren. So, da müssen wir ganz kurz nochmal in diesen Shot hier rein. Da. Da ist Shimo. Alter, ist der riesig. Seht ihr das hier? Alter, ist der riesig. Die kämpfen echt zu viert in der Stadt. Hier ist Scar King. Das ist Kong, der auf dem Kopf liegt oder was? Hier ist Godzilla und da ist Shimo. Krass. Aber Godzilla leuchtet halt echt da komplett am gesamten Körper, ne? Nicht nur die Zacken, sondern der gesamte Körper leuchtet hier. Den haben sie aber clever versteckt, ne? Den haben sie clever versteckt in so einer ganz, ganz kurzen Clip-Dingsbums. Flashbacks an Godzilla Save the Earth. Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig, ey. Tatsache. Vielleicht überhitzt Godzilla oder so. Ach, die kämpfen einfach nur, glaube ich. Hier, der ist komplett in Eis gehüllt und der ist halt komplett in Feuer gehüllt und was auch immer die zwei da machen, habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht gerade. Das ist viel. Da haben sie wirklich. Ich glaube, hier verstecken sie so ein paar Sachen einfach drin. Also Shimo, Godzilla, Scar King und Kong haben wir hier schon mal gesehen. Das hier ist der Ice Ray Breath von Shimo. Geht die Axt von Kong gegen Shimos Eisstrahl kaputt? Ich schätze ja. Deswegen bekommt er auch dann seinen Handschuh. Das hier ist in Rio de Janeiro. Übrigens sind die dafür nicht extra nach Rio geflogen, ne? Die haben das natürlich im Studio aufgenommen. Das ist doch auch ein Teil von Shimo. Hier erzählen wir doch nichts. Warum machen die so ein Geschiss um den? Okay. Scar Kings Augen plus die Pyramiden. Ich weiß nicht, was die Pyramiden damit zu tun haben, aber ich sage euch, dass es irgendeinen Grund hat. Es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum die Pyramiden so wichtig zu sein scheinen für den Film. Hat so ein bisschen Transformers 2 Vibes, ne? Was jetzt nicht negativ sein soll, aber Transformers 2 haben die Pyramiden für mich so ein bisschen skeptisch werden lassen. Gibt noch eine Szene mit Shimo. Ja, ich weiß, alles cool. Wir müssen es jetzt wirklich langsam. Das ist nicht Shimo. Du hast du eben gerade Scar King gesehen davor. Das sind Shimos Augen. Okay. Dann hat Shimo irgendwas mit den Pyramiden zu tun. Und ich wette, dass die Flashbacks auch auf Shimo und Ägypten bezogen sind, aus irgendeinem Grund. Wie auch immer das zusammenpasst, keine Ahnung. Und Mothra warnt Gia vor Shimo und Scar King und deswegen kommen sie erst auf den Trichter, dass da irgendwas nicht stimmt. Das könnte ich mir so vorstellen. Genau, irgendwas stimmt nicht mit mir. Wie groß die vor allem geworden ist, krass, weil sie eben diese Visionen jetzt hat. Gia spürt Shimo. Ja, aber ich glaube, dass die durch Mothra Shimo spürt, dass Mothra sie davor warnt. Und deswegen kommen die jetzt erst auf die Idee, in die Hollow Earth zu gehen, glaube ich zumindest. War das eben irgendwas Wichtiges gewesen? Nee, erkennt man nichts. She can feel it. Und was ist das hier? Entweder erhebt sich da gerade wirklich Scar King vor Kong oder es ist doch was anderes. Es scheint irgendwie auch zu fliegen. Weil der Trailer suggeriert uns jetzt, dass das irgendwie Godzilla sein soll. Aber das ist nicht Godzilla. Ich glaube, da verarscht uns der Trailer gerade so ein bisschen. Ich glaube, das hier ist irgendwas anderes. Das war Ghidorah, auch bitte nicht schon wieder, ey. Ghidorah ist ja ganz cool, aber nicht jetzt nochmal. Jetzt heißt es auf einmal, na, Ghidorahs Gehirn wurde in Scar Kings Körper eingepflanzt. Nee. Ah, ihr habt recht. Das könnte sein, dass wir hier Mothra sehen. Clever, ja? Ihr seid schlau. Das könnte wirklich sein. Godzilla. They can feel it too. Landet das hier auch auf YouTube. Ich habe gerade leider keine Zeit und würde den Stream hier, ja, auf jeden Fall. Das Ding wird heute Abend noch von Twitch runtergezogen und dann ist es morgen spätestens auf YouTube online.
Versprochen. Auf dem Reaction-Kanal aber. Auf dem Hauptkanal gibt es dann morgen ein Video zum Trailer an sich, eine Besprechung. Ich meine, Shimo hat auch Flügel. Ich habe da auch mal so eine Konzeptzeichnung von gesehen, aber ob die halt echt ist, keine Ahnung. Und wir haben ja Shimo eben gerade auch gesehen, da hat er keine Flügel gehabt. Weiß ich nicht, ob das Shimo ist. Mothra würde wesentlich mehr Sinn ergeben. Nach allem, was man da jetzt auch schon weiß. Der blaue Godzilla ist besser als der pinke. Ey, ich finde das tatsächlich gar nicht. Ich finde, das pinke Design wird immer geiler, je öfter ich das sehe. So, hier haben sie jetzt anscheinend... Also erstmal haben die hier wohl ein neues Fahrzeug, was sie in die Hollow Earth runterbringt. Und hier erschaffen sie jetzt ein neues Portal in die Hollow Earth. Und da hockt übrigens auch Kong in der Ecke. Der sitzt da einfach. Kong ist schon sympathisch, ey, komm, das kann man jetzt nicht leugnen. Immer noch Team Godzilla auf jeden Fall. Könnt ihr mal in den Chat reinschreiben, Hashtag Team Kong oder Hashtag Team Godzilla, was seid ihr? Ich bin auch Team Godzilla, aber ich finde, Kong wird immer sympathischer. Das könnte auch Rodan sein. Rodan könnte auch sein, ja, tatsächlich. Aber irgendwie glaube ich ein bisschen mehr an Mothra, weil das würde halt diese ganzen Leaks und sowas nochmal ein bisschen untermauern. Ich habe auch ein geleaktes Bild gesehen von einem Kaiju mit Flügeln, was nicht Mothra war. Es sollen ja wohl auch noch mehr Kaiju drin vorkommen, ja. Also es muss nicht Mothra gewesen sein. Jetzt haben wir jetzt hier Team Kong. Oh, Leute. Team Godzilla. Kong ist Ziehvater von Gia, tatsächlich, ja. Irgendwie so ein bisschen. Ey, wenn die das wirklich so aufbauen, dass Kong und Godzilla in den kommenden Filmen immer so eine Art Vegeta-Son und Goku-Beziehung haben. Ja, das wäre schon echt lustig. Wurde nicht sogar mal irgendwo gedroppt von Adam Wingard, dass das Ganze so ein bisschen an so eine Buddy-Cop Geschichte erinnern soll zwischen den beiden. Aber warum müssen die auch genau da zum Beispiel runter? Da wird es irgendwie diese ganzen Hintergründe, wenn es überhaupt welche gibt, warum müssen die jetzt genau hier in die Hollow Earth runter? Warum sieht das Raumschiff aus wie ein Hühnchen mit den Schenkeln? Lethal Weapon mit Kaijus. Ey, wurde das nicht sogar wirklich gesagt? Mit Lethal Weapon? Jetzt müssten die aber eigentlich auch das Axis Mundi passieren. Ja, aber Axis Mundi ist halt... einfach nur da für die Serien. Wenn die jetzt hier rausspringen würden übrigens, würden die wirklich im Axis Mundi rauskommen. Eventuell Skull Island. Was denn der Ort eben gerade? Nee, das war Rio. Vielleicht, weil die Hülle dort dünner ist. Ja, irgendwie sowas kann, das kann schon sein. Willst du mir gerade nur mal kurz anschauen, bevor ich irgendwas erzähle? Aber das soll Rio sein, habe ich irgendwo mal gelesen. Das ist nicht die Copacabana. Die sehen wir aber dann später, wo Scar King dann noch auftaucht. Das wurde an der, oder das soll die Copacabana sein, die haben es ja nicht wirklich da gedreht. Aber das sieht auch nicht aus wie Skull Island, da passt das Wasser schon nicht, das ist auch Rio hier, sage ich. Denkst du, Kong bekommt den Titel als König? Könnte sein, ja, tatsächlich, dass wir hier am Ende dann den King Kong bekommen. Weil Scar King ist aktuell ja König, wie es aussieht. Und dann am Ende wäre er dann King Kong. Ich frage mich nur, wie das Ganze ausgehen würde, wenn Kong und Godzilla wahrscheinlich den Kampf am Ende gewinnen. Und Shimo nicht sterben sollte und dann Shimo auch gut wird, dann haben wir viel zu mächtige Kaiju. Na, gespannt, was die mit Shimo machen am Ende. Man sieht Mothra bei 0,30. Bei 0,30? Ne, du siehst Mothra später aber auch nochmal. Bei 0,30? Du meinst bei dem Auge? Krass. Clever. Okay. Vielen Dank an Sly Oi. Wenn das richtig ausgesprochen ist, wir sehen hier einfach Mothra tatsächlich. Krass. Hast du das gerade wirklich so peu à peu einfach alles durchgeschaut? Geil. Ja. Wir sehen hier wirklich Mothra. They can feel it too. Ja, also das Blau gefällt mir jetzt zum Beispiel gar nicht so krass. Das ist viel zu viel. Das sieht so richtig, das finde ich nicht so geil. Mir gefällt mir die pinke Form wesentlich besser, weil ich auch Vogue bin. Aber das Krasseste werde ich niemals vergessen, nach dem ersten Trailer, ey, wie die Leute einfach ausgeflippt sind, wie Vogue das alles ist. Der ist pink. Da habt ihr euch aber ordentlich eingeschissen. Aber ich finde den Pinken trotzdem cooler. Blauer Thermo-Godzilla ist das hier genau. Oh mein Gott! Ich bin froh, dass er wieder mit dabei ist. Der ist eigentlich voll witzig. Was geht mit seinen Augen ab hier? Alter. Vor allem hat er einfach hier noch so die Daumen oben, da im Hintergrund. Gleich wandeln die Daumen so ein bisschen nach unten. Herrlich. Können wir über die Upgrades reden? Ja, machen wir gleich. Das kennen wir auch schon hier. Und auch da muss ich wirklich sagen, das sieht besser aus als im ersten Trailer. Die gesamte Hollow Earth Welt sieht wesentlich, also nicht echter aus. Eigentlich ganz im Gegenteil. Aber die sieht wesentlich
lebendiger aus als im ersten Trailer, finde ich. Is that a mini Kong? Ja, das hier ist Mothras Ei, das Gewabbel hier. Wie auch immer das da runterkommt in die Hollow Earth, aber das ist auf jeden Fall Mothras Ei. Mothra ist im Film mit dabei. Ja. Und Gia hat irgendeine Verbindung zu der alten Motte. Detaillierter auf jeden Fall. Genau, finde ich auch. Das stimmt, ja. Das ist ganz gut. Detaillierter passt. Ja, wir haben es ja eben gerade gesehen. Also auf jeden Fall generell ist der Trailer wesentlich hübscher als der erste. Von der gesamten Aufmachung her. CGI ist wesentlich besser, denn da haben ja auch viele rumgeheult im ersten Trailer. CGI wäre nicht gut genug gewesen. Wer hätte es gedacht? Sie haben es noch verbessert. Wer hätte das denn kommen sehen können? Jeder eigentlich. Ja, okay, Scar King hier, diese Mauer hier, soll die eigentlich an Skull Island erinnern oder ist das Ganze hier wirklich auch auf Skull Island? Oder was ist das hier für eine Mauer? Godzilla in Godzilla Kong ist gleich God King of the Monsters, Burning Godzilla plus Godzilla vs. Kong Godzilla plus Millennium Godzilla. Was zum Teufel? Ja, das pinne ich mal oben an, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Information. It's not just a signal. Das ist nicht nur ein Signal. Ah, die reden von dem Ding, was sie hier am Anfang besprochen haben, was auch Gia gespürt hat. Es ist nicht nur ein Signal. That's a call for war. Das ist ein Code für einen Krieg. Ich würde es schon irgendwie geil finden, aber das hätten sie im Trailer gezeigt. Wenn es ganz viele Kongs gibt, die auch auf Scar Kings Seite sind, die auch an die Oberfläche dann kommen, und dann bekommen wir so einen Krieg, die Menschen gegen diese Kongs. Das wäre schon krass. Weil die sind ja auf jeden Fall, die sind aber auch so markiert an der Brust, seht ihr das? Die haben hier so diese rote Hand drauf, von Saruman. Ich glaube, das könnten Arschlöcher sein. Das sind Arschaffen hier, glaube ich. Und die in der Mitte stehen, boah, wäre das so eine krasse Hinrichtungsszene? Die in der Mitte stehen, sind vielleicht alle dafür da, um für Shimo geopfert zu werden. Das würden die nicht zeigen, sowas, glaube ich. Das wäre ein bisschen krass. Und Shimo ist hier hinter diesem Wasserfall eingesperrt. Und da hinten haben wir auch wieder das komische Licht, das später bei Godzilla Evolve zu sehen ist. Aber wie schön synchron die das machen, ne? Die regen sich alle synchron auf. So stelle ich mir manche von euch vor, wenn sie in die Kommentare einfach so wahllos wütende Beleidigungen reinschreiben. Genau so, Achtung, das seid ihr dann. Zack. Wird sich einfach wahllos aufgeregt über Dinge, wie dass ich zu laut atme oder so ein Kram. Ist der blind? Das machen die zu 100%, meinst du? Diesen Krieg an der Oberfläche? Das wäre schon geil. Vielleicht will Godzilla durch die Wand hämmern, aber glaube ich jetzt eher nicht. Nee, ich glaube, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Shimo ist doch safe ein Gott für die. Ja, aber ich glaube, dass trotzdem Scar King Shimo irgendwie unter Kontrolle hat. Weil Shimo ist ja trotz allem. Der latscht da zwar gleich raus und kämpft dann wahrscheinlich auch gegen Kong, das sehen wir ja sogar ganz kurz. Aber der ist ja hier hinter eingesperrt, trotz allem. Er hat wirklich Anhänger. Das sind die Affen, die auf seiner Seite sind. Und das hier sind die Affen, die er opfert für Shimo. Das ist ja echt krass. Meint ihr, der bringt die alle um? Dann hat aber Zuko, hat dann aber auch nichts mit Scar King zu tun tatsächlich. So wie es aussieht, gehört er nämlich dann zu denen hier. Das scheint die Familie von Zuko zu sein. Okay, hier haben wir jetzt mal ganz kurz die Peitsche. Ja, okay, die ist anscheinend doch nur eine Waffe. Obwohl der untere Bereich hat eben gerade auch noch geleuchtet. Warum der so dünn ist, habe ich eben gerade gelesen. Skinny King, ja, der ist schon sehr schmal. Aber Scar King ist dadurch halt auch wahrscheinlich sehr mächtig, ne? Oder sehr schnell zumindest. Der wird richtig agil sein. Ich glaube, da würde ich den mal nicht unterschätzen. Ja, dieses Ende von der Peitsche, damit stimmt irgendwas nicht. Das ist dasselbe Leuchten hier am Ende der Peitsche, wie auch diese Energie, wo Godzilla später eingesperrt ist. Und er sieht cool aus. Scar King sieht schon sehr cool aus. Ja, da haben wir jetzt unsere Szene, wie Kongs Arm verletzt wird. Und der bekommt den Arm nicht gebrochen, der bekommt den einfach aufgeschnitten. Der schlitzt Kong den Arm auf. Und dann taucht Shimo auf. Und wisst ihr, was ich glaube, was das hier ist? Seht ihr diesen Eisregen, der da runterkommt? Ich glaube, Shimo schießt so einen Eisstrahl raus aus der Höhle und trifft erstmal alle anderen Affen, die dann eben eingefroren werden, dadurch halt dann logischerweise auch sterben. Und dann sehen wir noch die Reste quasi, die jetzt hier runterkommen. Und Kong greift nach seiner Axt und wehrt erstmal jetzt diesen Eisstrahl ab. Ja. Ja, das sieht schon wuchtig aus, aber der Eisstrahl muss wuchtig aussehen. Da habe ich mir schon irgendwie gehofft, dass das so richtig krass klatscht.
Und Godzilla kommt ja auch aus der Hollow Earth raus. Ich wette, Kong hat ihn befreit. Dass Godzilla auch irgendwie von Shimo eingefroren wurde, dann kommt er eben in diesen komischen Kokon und dann befreit Kong Godzilla. Das heißt, er war schon vorher in dieser komischen Form und nicht erst, wie der erste Trailer es angenommen hat oder suggeriert hat, nicht erst, nachdem er da in diesem Eisding eingefroren war. Der war schon vorher in dieser Form. Das ist krass. Da sehen wir auch nochmal Shimo übrigens hier. Was der macht ist, der schießt einen Eisstrahl in den Himmel und dann gefriert der gesamte Boden oder das Wasser hier in dem Fall. Das heißt, Shimo will hier auf jeden Fall nochmal eine Eiszeit verursachen und da macht sie anscheinend auch irgendwie. Ja, hier sehen wir auch dieses Eisleuchten. Brasilien wird eingefroren, so krank. Ich glaube auch, ja. Ja, die flüchten da ja quasi vor diesem Eiseffekt. Was ist hier mit ihrem Gesicht passiert? Kämpf zusammen oder fall allein ist jetzt das Motto von dem Film. Bisschen komischer. Naja. Ja, da kann man halt echt lange spekulieren, ob die einfach echt nur gegeneinander kämpfen, weil sie sich halt irgendwie nicht leiden können. Ich glaube, das wird auch so sein. Ich glaube, da wird niemand kontrolliert. Ich glaube einfach, Godzilla kann Kong einfach nicht leiden. Und deswegen greift er ihn einfach nochmal an. Es wird einfach nur so ein Gerangel nochmal werden zwischen den beiden. Wie haben die Kritiker eigentlich auf den letzten Trailer reagiert? Auf den ersten Trailer? Aber generisch eigentlich. Das ist zu viel CGI, dann wieder pinker Godzilla, Barbie Godzilla und so das übliche halt, das übliche Gejammer. Das ist wirklich der falsche Arm, stimmt. Du hast recht. Ja, doch Scar King ist schon gewaltig groß, ne? Der ist schon wirklich mächtig. Das ist geil. Und da haben wir eben gerade auch Zuko gesehen. Moment. Ja, und Zuko ist zwar klein, aber der ist halt immer noch trotzdem gigantisch groß, ne, so für uns Menschen. Boah, der Endkampf wird ja dann krass, dann haben wir wirklich Zuko und Kong gegen Scar King und parallel dann dazu Godzilla und möglicherweise auch noch Mothra gegen Shimo. Und er schlägt ihm einfach einen Zahn aus der Fresse raus. Warum sie hier Godzilla angreifen, keine Ahnung. Das hier, die beten auf jeden Fall Mothra an, denke ich mal. Und vielleicht noch Doug, ja, von dem haben wir jetzt ja gar nichts gesehen, ne. Da haben wir auch Mothra wahrscheinlich, hier schlüpft das Ei gerade. Das wurde uns schon durch das Spielzeug gespoilert. Zwar die gesamte Szene hier wurde schon in den Spielzeugen gezeigt, dass Zuko einen Stein in Scar Kings Fresse werfen wird. Das sehen wir jetzt hier. Das ist nicht Scar King. Das ist so ein Soldat von Scar King. Ey, die haben wirklich, wenn da echt so ein krasser Krieg ausbricht, wäre das schon geil. Aber ich schätze mal nur die bösen Affen gegen die guten Affen. Ich glaube, die Menschen werden da nicht so krass mit. Oder doch? Und deswegen greifen die ja auch Godzilla an, weil die Menschen einfach jetzt gegen alle Kaijus vorgehen. Das könnte auch sein. Finde ich auch krass. Aber ja, die Peitsche hat zwar unten so ein komisches Leuchten an der Spitze, aber die wird großteils wohl auch nur als Waffe benutzt werden. Und da kann man jetzt auch die Sphinx wesentlich besser sehen hier unten. Das ist Kongs Zahn, der rausfliegt. Hat der nicht Scar King einen reingehauen? Hä, hey, warum soll das Kongs Zahn sein? Nee. Also laut dem Trailer auf jeden Fall nicht. Den Film wirst du ja nicht gesehen haben, aber das ist auf jeden Fall, laut dem Trailer ist es schon Scar Kings Zahn. Der Film wird sich auf jeden Fall am 29. angeschaut. Da könnt ihr einen drauf lassen. Okay. Da würde ich sagen, ihr Lieben, wir lassen das Ganze jetzt erstmal sacken. Ich werde morgen mein Video für den Trailer fertig machen und das schon morgen oder erst übermorgen dann veröffentlichen. Mal gucken. Je nachdem, wie es von der Zeit her eben passt. Und ja, da gibt es auf jeden Fall jetzt noch einige Dinge zu besprechen. Gut. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.